Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6. Ja. Ich dachte mir, wir machen jetzt doch noch eine Folge, aber dieses Mal nicht um die Erzraffinerie zu bauen, sondern wir werden mal gucken, ob wir da was anderes hinbekommen. Ich muss da ein paar Sachen testen und die wollte ich nicht Singleplayer testen, sondern gleich hier auf dem Server. Habe ich keine Lust, in mein Singleplayer gehen und zu testen, da bin ich nicht der Typ. Ich habe noch die Robert-Bäume gefällt, die hier rumlagen. So. Die werden wir später mal brauchen. Ganz kack hier rein. Wir werden jetzt mal gucken. Hier habe ich aufgeschrieben, 720 Megajoule kann der speichern, 13 Hammer. Und da bin ich gerade mal am Testen. Und zwar... ja, hier. Einmal, zweimal, da baue ich gerade so Sägen. Eigentlich wollte ich einen Woodcutter bauen, aber jetzt ist mir gerade was eingefallen. Ich könnte ja mal testen, so ein hier Grinder, ob der funktioniert. Bauen hier noch so. Und was brauchen wir noch? Grinder. Das. Dreimal das, was fehlt denn da noch? In der Mitte ein normales. Wo ist das normale? Bin jetzt doof, ich hatte doch eins, oder? Holt mal hier nochmal ein bisschen und machen ein normales. Hab ich das schon verbraucht, echt? Ist mir neu, aber okay. Ein normales und oben. Nee, was war denn oben? Habe ich gar nicht geschaut. Zweimal links, rechts. Ein Grinder. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. 4000 kW, Kilowatt. Ja, das ist egal. Newtonmeter 128. Wenn wir den hier hinstellen, so. Müsste der ja von der Coil angetrieben werden. Wir haben gesagt, drück mal. Der braucht 100. Was habe ich gesagt? Steht nichts. Nochmal, oh, 128 Newtonmeter, das heißt, ich muss hier 128 Newtonmeter eintragen und ja, Output hat man mal 512. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, ob das funktioniert. Hier könnte man ihn schmieren, wir haben auch keinen Schmierstoff, deswegen egal. Jetzt brauchen wir einen Schalter. Ich weiß, einige, wenn es jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ach du Scheiße, was der hier baut, das kann ja nicht funktionieren. Jo, kann durchaus sein, aber ich teste es jetzt einfach mal. Denn mir ist das egal. So. Ich versuch's einfach mal. Wenn ich hier dann eigentlich den umschalte, müsste der sich drehen. Und siehe da, er dreht sich. Und das funktioniert. Cool. Jetzt müssen wir nur schauen, wie viel Strom der verbraucht. Ziemlich viel, okay. Na egal. Aber das Coole ist, wenn ich hier zum Beispiel das Eisen nehme, wir haben drei Eisen, hauen das rein. Das dauert dann ein bisschen. Hier sehen wir, Power ist komplett grün, Speed ist grün und Torque, keine Ahnung, Torque, also Drehungsgeschwindigkeit. Nee, was ist das? Newton. Rad pro Sekunde oder so, egal. Aus einem Eisen bekommen wir drei Iron Ore Flakes. Also schon jede Menge, die er verbraucht hat, hier ein bisschen mehr. Die könnten wir, ich glaube, sogar weiterverarbeiten. Entweder wir machen Gleicheisen raus oder kann man die nicht noch weiterverarbeiten? Nee. Na egal. Hauptsache, wir kriegen das raus. Hauptsache, wir kriegen da mehr raus. Das ist das Wichtigste. Am Eisen, da können wir das Kupfer noch durchjagen. Da sparen wir uns hier die Arbeit. So, 7 Kupfer noch durch. Zack, geben. Vollgas. 9 Eisen rausbekommen. Zack, hier verbrauchen wir jede Menge, aber wie gesagt, dafür 3 Stück von ihnen. Also das funktioniert so, das ist schon mal gut, ja, das wollte ich. Und ich weiß gar nicht, wenn ich hier dann die Rats auf,
24er Höhe, der dann schneller arbeitet. Nee, ja, genügt. 14 Sekunden pro Time. Braucht er deswegen mehr jetzt? 1024. Newtonmeter. Ich weiß gar nicht, kann man da mehr geben? Hm, egal. So funktioniert es auch. Da können wir hier in die Öfen das schön reinpulvern. Zack, zack. Hier brauchen wir noch Fuel. 8 Stück und kommen schnell voran. Kommen an viel, viel, viel mehr Rohstoffen. Weil wir aus 1, 3 machen. Und das alles nur mit Rotary Craft. Später mal können wir das noch erweitern, damit da noch mehr rauskommt. Aber vorerst haben wir einfach 3. Hier beim Grindstone können wir 2 raus und hier 3. Man könnte auch mit Mechanismen 3 rausholen, glaube ich. Oder bis zu 5 oder 6 Stück. Keine Ahnung. Das erste belassen wir das da. Wenn der fertig ist, kann der dann wieder aufladen. Aha, jetzt haben wir 0 drin. Dann schaltet man den Hebel um, zack. Dann lädt er wieder. Ich weiß gar nicht, könnte man nee, den direkt hier anschließen, das wird nicht klappen. Weil die Steam Engine hat Output steht nicht. Doch, 512 Rad, 16 Kilowatt. 512 Rad, 16 Kilowatt, aber die Newtonmeter werden nicht passen. So, jetzt können wir umschalten, dann arbeitet er hier wieder. Und wieder 0 drin. Also das zahlt sich nicht aus für kurze Zeit. Wir können aber hier noch eine zweite Steam Engine hinbauen. Wenn das die Wasserversorgung schaffen würde, wäre das ja kein Ding, ne? Ich habe schon wieder vergessen auf Play drücken, ich Trottel. Immer wieder mache ich das. So, dieses Cornflakes da, den haben wir da rein. Und kriegen schön raus. Oh. Eigentlich wollte ich ja hier diesen Woodcutter bauen. Wo ist denn der? Den hier. Aber dann habe ich gesehen, der Grinder, der wäre ja sinnvoller. Aber Woodcutter will ich ja trotzdem auch noch bauen. Liquid Pipe Reservoir. Ne, brauchen wir nicht. Laser, ja, der ist cool. Was wir eher brauchen würden, ist irgendwas zum Erze farmen. Und da habe ich auch eine Idee. Da werden wir uns auch mal Abhilfe schaffen. Sollte eigentlich gehen. Und zwar kommen Turtle. Ein Turtle werden wir uns da bauen. Eine Kiste. So. Eine Kiste war das. Was waren das noch? Also ein Computer haben wir auch noch. Stein. Eine Glasscheibe und ein Redstone. Was wir hier oben haben. So. Nochmal ein Computer. Okay. Dann brauchen wir den Computer. Eine Kiste und Eisen. So. Kurz telefonieren, jetzt bin ich schon wieder da. Wollte ich gerade nicht Pause drücken. Geht das auch. Der Lama. Dann brauche ich noch eine Diamantspitzhacke, die nicht gebraucht ist. Oder wir brauchen einen Anvil und reparieren den nie. Haben wir noch 3 Dias? Dann haben wir aber nichts mehr, gell? Aber naja, was kostet die Welt? Für uns nix, sagen wir so. Ich hoffe, dass das noch so geht. So, man kann den Dirtl jetzt entweder so ein Werkzeug zuweisen oder ein Standard-Dirtl und dann das Werkzeug reinlegen und sagen, er soll das Werkzeug von Slot 1 nehmen.
Bis einer neuen Version so. Ne, wir nehmen direkt den Turtle. Denn ich habe sowieso noch was vor, deswegen. Egal. Was ich jetzt brauche, ist. Ah, Gott. Multi-Page-Chest wollte ich eigentlich bauen, aber da brauchen wir 4 Diamanten. Nee, scheiße. Dann bauen wir uns eine Chest. Und. Wie erweitern wir die am besten? Chest. Miss Advanced Turtle. Achso, nee, das brauche ich nicht. Kann man da irgendwie noch eine gute Chest rausbauen? Eisen Chest ist mir klar. Kupfer ist gut. Kupfer und die Kupfer kann ich dann mit 4 Eisen erweitern. Oder mit Silber zu Silber und Gold. Ja, das ist gut. Machen wir so. Kupfer. Wo habe ich Kupfer? Hier. Das heißt, ich kann gleich Silber durchschmelzen. 1, 2, 3, 4 mal. Hauen wir das vorher durch den Grinder durch. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Wie viel er schon aufgeladen hat. Ob sich das ausgeht oder nicht. 3. Könnte knapp werden. Komm. 2, ja. Vielleicht schaffen wir 2 Stück durchjagen. Dann haben wir schon einiges zusammen. 1, 4, 3, 2. Knapp. Oh, falsch. Ah, jetzt hat er vorne begonnen. Das geht nicht. Egal, haben wir die da rein. Und ein so ein hier rein. Dann geht das ja auch. Ich möchte kein Eisen verbrauchen, denn Eisen habe ich nicht viel. So. Zen, nee, was war denn das? Ah, oder 4 Eisen, 4 Glas. Ja, opfer mal 4 Eisen. Na, wobei, ich wollte eigentlich auf Silber und dann Gold. Gold habe ich auch keins. Kack die Wand an, dann machen wir es einfach so. Zack. Eisenkiste sollte ja vorerst mal genügen, hoffe ich halt. Dann brauche ich noch ein Trash. Ist ja auch nicht schwer. So. Ja, geht. Das hier. Und das hier. Passt. Und ich brauche. Kurz überlegen, wie machen wir das am besten? Item Duct. Entweder. Oh. Transfer Notes? Ne, die sind zu teuer. Das geht nicht. Da könnte ich Item Duct nehmen. Was ist denn das? Item Collector Fan. Aha. Wenn du es halt meinst, so die. Zinn, Lied. Zinn habe ich, aber Lied habe ich keins. Dann müssen wir auch noch durchjagen. Ach, Menno, ich wollte die nicht da platzieren. Ich wollte die nicht da platzieren. Die Zeit rennt mir auch davon. Sollen wir was weitermachen hier? Und ein Servo brauche ich dann noch. Da können wir uns da mal eine kleine Quarry bauen. A little Quarry werden wir uns dann bauen. So, durch können wir jetzt wieder abbauen. So. Lead. Ah, Lead sollte genügen. Silber haben wir jetzt ein. Hier haben wir 3 Silber. Brauche ich eh nicht mehr, oder? Oder brauche ich jetzt für die Item Duct brauche ich 10. So, ein Lied. Zack. 6-mal Item Duck, das sollte eigentlich genügen. Und ich brauche ein Servo, um da rauszuziehen. Klar. Ah, okay, das ist nicht teuer. Zack, zack. Den und ein Redstone. Jetzt muss ich gleich mehr Redstone nehmen und da
irgendwas rausschmeißen. Also geht eh aus. Ein Pneumatik-Servo. Dann haben wir das mal. Was kann man hier reinhauen, was wir nicht unbedingt brauchen? Glas, Cobblestone, Silber. Können wir da oben reinhauen? Kupfer auch. Holz. Da rein? Nee, wo habe ich denn Holz überhaupt? Holz habe ich hier, oder? Ja. So. Gut, dann haben wir das. Dann gucken wir mal. Ich möchte... Ja, ich werde es hier machen. Hier habe ich schon Tunnel gebaut. So, hier runter. Wir sind auf Ebene 52. Das passt. Dann, so. Ein bisschen freimachen. Ein paar Fackelchen her. Dann kommt hier die Kiste hin. Oben drauf der Turtle. Dann sagen wir... Ne, Programm. Wie war denn das? Ah, Programm, sowas. So, dann brauchen wir mal ein Fuel von Turtle. Das habe ich ganz vergessen. Der braucht ja Fuel. Und ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Blabla. Ladet die jetzt oder ist die auch an? Der ist off, also müsste der laden. Mal gucken. Ja, 4 Megajoule, das passt. Der ladet schon brav hier. Fuel, da nehmen wir, ich weiß nicht. Nehmen wir mal Kohle oder sonst nehmen wir hier auch mal. 6K, 4K. Ach, nehmen wir Kohle. Ich weiß noch nicht mehr, wie die ganzen Befehle gingen. Zumindest weiß ich nicht mehr auswendig. Schon lange her, aber ich glaube Refuel. Ne, dann muss ich Loa. Refuel 2. Refuel, nur so. Nil. Normal war der Befehl ja so. Glaub nicht. Nee, Refuel. So, nee, da muss ich exit. Und dann... heißt du hoch. Worms, da muss es ja irgendwo stehen. Blue, nee. Clear, Crave, Copy, bla bla bla. Equipped, also genau mit Equipped wäre das gewesen. Ja. Refuel. Zack, zack. Suche Programm. Ah, okay. Refuel. Ich geht das so, ja. Refuel 7, so war das, genau. Dann haben wir... Was haben wir jetzt für ein Programm? Da, genau. Ex... Exkavet, und zwar... Die Frage... 10 ist 100, 10. Nee. 10 wollte ich haben. Genau. Und das war anscheinend falsch, wie ich das platziert habe. So, hier hat er begonnen. Ah, nein. Ganz vergessen. Folgendermaßen, wo fängt er an? Ich glaube, da werden platziert, da muss hier die Kiste. Nehme ich durch, oder? Werden wir dann gleich sehen. Wir werden da einfach
jetzt ein bisschen tricksen und so. Jetzt fährt er zurück. Ich muss eigentlich alles in die Kiste laden. Genau. Sehr gut. Dann werden wir hier den Trash hin platzieren. So. Den hier. Den Servo rein tun. Hier als Whitelist. Cobblestone soll er rausziehen. Den umdrehen. Und dann mit Redstone und dann zieht er uns den ganzen Cobblestone raus, denn den brauchen wir nicht. Die Frage ist, brauchen wir Gravel? Gravel, ah. So, jetzt macht er uns hier ein schönes Fleckchen. Und die Erze bleiben wieder drin und der Rest zieht er raus. So eine kleine Quarry ist das. Eine billige, stinknormale Quarry eigentlich. So. Platz, damit wir hier schön sehen, wo er unterwegs überall ist. Ich muss dann eine schöne Stiege runter machen. So. Gut, dann haben wir hier eine kleine Quarry. Wie ihr seht, oben haben wir unsere Erzverarbeitung. Und der Turtle kann hier schön ruhig arbeiten, denn der ist ja unter uns. Das heißt, die Chunks sind auch immer geladen, solange wir hier online sind. Ist auch wunderbar. Und hier haben wir schöne Erdverarbeitung. Da müssen wir nur gucken, dass wir hier mit der ganzen Energie noch ein bisschen zurechtkommen. Macht mega cool. Das kann ja dann schön langsam aufladen und wir verbauen es dann. Vielleicht baue ich noch so eine Industrial Coil. Wie ging denn das? Das war das. Drei. Genau, da war das Rezept. Vielleicht baue ich dann noch eine, wenn ich Eisen finde. Aha, das war der Gründer. Ne, passt schon. Industrial Coil, genau. Brauche ich noch eine, dann haben wir zwei. Dann haben wir eine auf Reserve. Eine laden, eine kann laden, eine verbrauchen wir. Mal gucken, wie ich Lust habe. Aber macht's gut. Lasst ein Like, Abo, Kombi. Schreibt was rein, ob euch das so gefällt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Staffel 6, 5 oder beim Let's Show AKW. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.